Der 1. Mai, der ist ja der Demonstrationstag schlechthin. Wofür würdet ihr auf die Straße gehen? Gegen die NPD. Immer noch für gerechte Arbeitsverhältnisse, gerechte Lohnverhältnisse, für Gleichheit von Männern und Frauen im Lohngefälle, solche Dinge. Ja, gegen Ausländerfeindlichkeit. G8. Weil wir haben ja auch schon demonstriert und es ist einfach zu krass durchgesetzt. Leistungsdichte, alles Mögliche. Mir geht's eigentlich gut, ich brauche nicht demonstrieren. Für weniger Nationalsozialismus, weniger Nazis, weniger Diskriminierung von Menschen. Für Frieden in der Welt, gegen Missbrauch, gegen Ausbeutung der Armen, gerade in südliche Länder. Mir wird jetzt da nichts einfallen, wofür ich dem entstehen soll. Für gute Arbeitsbedingungen, für ökologische Fragen, dafür würde ich auf die Straße gehen. Finden Sie, dass heute viel zu wenig demonstriert wird, also weniger als früher? Nee, find ich nicht, gell. Ich finde, manche Demonstrationen sind überflüssig, manche sind gerechtfertigt. Die Frage wird sein, was bringt es, wenn man demonstriert? Ich glaube, dass das nur schon eine gewisse Sättigung da ist, weil man zu wenig erreicht. Wart ihr schon mal auf eine Demo? Ja, ich glaube 2008, 1. Mai, in Nürnberg war das. Gegen die NPD eben. Und meinst du, es bringt was? Ja, weil man einfach eine Chance hat, seine Meinung zu sagen.